Was geht ab, meine Freunde? Freestyle Pro heute wieder am Start. Und heute wieder mit einem neuen Probleme-Video. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich ein neues Intro und mein Outro ist nicht neu, aber es ist ein bisschen verändert. Ihr werdet es noch sehen. Und ja, ich möchte mich entschuldigen, dass in letzter Zeit wirklich, also in den letzten 2 Wochen wirklich kein Video gekommen ist, weil ich hatte wirklich sehr viel zu tun, ist gerade in der Schule. Ich habe in 2 Wochen 6 Arbeiten geschrieben. Ich habe es geschrieben, ich musste lernen und. Ja, deswegen möchte ich mich entschuldigen dafür, dass es zu wenig gekommen ist. Aber wie gesagt, gibt es heute nochmal ein neues Probleme-Video. Ich habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden, ein Video zu machen und dachte mir, so ein Probleme-Video ist jetzt mit der Zeit ganz gut. Ich habe nächste Woche auch wieder viel zu tun für die Schule. Praktikum, alles. Muss noch alles vorbereiten und so. Und jetzt habe ich die Zeit gefunden, noch ein Video zu machen. Und zwar Probleme im Fitnessstudio. Ich war nämlich gerade vorher und ja, jetzt gerade vor einer halben Stunde war ich, bin gerade zurückgekommen vom Fitnessstudio von einer halben Stunde und ja, Nummer 1. Du möchtest ins Fitnessstudio gehen und hast einen Kumpel dabei, der ein Probetraining machen will. Sagen wir, er hat noch keinen Vertrag, er will einfach ein Probetraining machen. Und es ist einfach mega viel los und du musst einfach stundenlang warten, bis endlich mal ein Trainer kommt und das machen kann. Nummer 2. Das ist bei mir immer so, wenn ich am Abend gehe, dann ist hier meistens immer so zwischen 5 und 6. Da ist meistens schon sehr viel los, weil die ganzen Berufstätigen dann schon also noch im Fitnessstudio gehen nach der Arbeit und ja, du hast einfach keine Zeit, irgendwie das zu machen, was du möchtest. Nummer 3. Du gehst in den Hantelbereich oder einfach allgemein zum Krafttraining. Und du findest einfach nicht dieses Gewicht, das du haben möchtest. Ja, du musst einfach stundenlang warten oder es ist einfach nichts frei, wenn du mit den Hanteln trainieren willst. Das fuckt einfach mega ab. Oder du gehst wirklich völlig ohne Plan ins Fitnessstudio und dann hast du überhaupt keine Ahnung, was du tun möchtest. Oder so. Oder. Sagen wir mal, du hast nichts zu trinken dabei, du hast kein Geld dabei, um deine Karte aufzuladen, dann bist du natürlich am Arsch. Ja. Oder beim Ausdauertraining, da sind nämlich immer die meisten, wenn ich im Fitnessstudio bin, du kannst einfach überhaupt nicht dieses Ausdauertraining, das du machen möchtest. Die meisten sind nämlich immer beim Laufband, das ist immer das Training, was ich machen möchte, wenn ich Ausdauertraining mache. Ja. Geil. Oder. Du bist an einem Gerät und möchtest dein Gewicht einstellen und du weißt einfach nicht, welches Gewicht du nehmen sollst. Einmal ist es zu viel, einmal ist es zu wenig. Du hast aber nie das passende Gewicht für deine Geräte. Oder du möchtest, wie gesagt, wenn ich am Abend gehe, ist immer viel los. Wenn du dann da zu einem Gerät willst, ist einfach von dieser Art wirklich alles besetzt. Das nervt einfach sowas von heftig. Oder wenn du mit jemandem gehst und du was anderes machen möchtest als der und der dann sagt, nee, ich möchte da nicht mit, dann hast du ja auch keinen Bock da dann noch mehr zu machen. Aber ja. Oder wenn du an einem Gerät bist. Du musst einfach wirklich immer die richtige Position einstellen. Das dauert halt wirklich einfach mal also richtig lange. Und du hast dann schon wirklich eine Zeit deiner, also wie lange du im Fitness bleiben willst, hast du dann ja schon wieder weg. Ja. Das war es jetzt auch schon mit diesem Probleme-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal Entschuldigung, dass jetzt wirklich keins gekommen ist in den letzten Wochen. Wie gesagt, hatte ich viel zu tun mit der Schule. Jetzt habe ich zwar wieder die Zeit gefunden. Und ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst mir doch in den Kommentaren ein Feedback da, wie es euch gefallen hat. Und ja, schreibt doch in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich kann auch gerne einen Vlog machen. Ich kann mal wieder eine Challenge machen. Also schreibt irgendwas in die Kommentare an Challenges am besten, also die ich jetzt demnächst in den Ferien dann machen möchte bei mir. Ich habe in einer Woche Pfingstferien und ja. Also, das war es jetzt mit dem Video. Like, Feedback, in die Kommentare schreiben, was ihr wollt und ciao, Leute.